Ja, wir sind hier im Krankenhaus in Kirchheim unter Teck, im Klinikum. Wir haben gegen 21.16 Uhr einen Zimmerbrand in der Station 44 der Psychiatrie zu beklagen und leider auch einen Toten zu beklagen. Zu den Ursachen des Brandes und zu den weiteren Ermittlungen ist die Polizei gerade dabei. Wir können dazu im Augenblick keine Auskunft geben, aber dieses ist immer etwas Schlimmes und betrifft uns und bedrückt uns sehr. Wir können allerdings auch feststellen, dass die Evakuierung hervorragend geklappt hat. Alle Patienten, und die Station war mit 21 Patienten belegt, sind untergebracht im Haus und wir haben keine Fremdverlegungen gebraucht. Die Feuerwehr und die Rettungsdienste, denen möchte ich sehr herzlich danken, deren besonnenes und schnelles Eingreifen hat Größeres verhindert. Die Feuerwehr war mit 101 Einsatzkräften und 21 Fahrzeugen am Brandort und der Rettungsdienst mit 97 Einsatzkräften und 27 Fahrzeugen. Das mag jetzt sehr viel erscheinen für einen Zimmerbrand, aber das ist in einer Krankenhaussituation nichts Außergewöhnliches, weil man ja befürchten muss, dass man eventuelle Verlegungen vornehmen muss und dann braucht es diese Einsatzkräfte. Aber aus dem Haus heraus ist Vorbildliches unter der Regie der Schwester Renate Mosch, unserer Leiterin hier, geleistet worden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In einem Zimmer hat eine Matratze gebrannt in der Psychiatrie, in der Station 44. Die Leute sind untergebracht in anderen Zimmern im Krankenhaus. Das war uns möglich. Die Station wird bis auf Weiteres, so wie ich es auf den ersten Augenschein habe feststellen können, nicht weiter belegbar sein. Das heißt, wir müssen jetzt in aller Ruhe morgen und die nächsten Tage überlegen, wie wir Ersatz schaffen, wie wir die Belegungssituation regeln. Jetzt erst dann auch Messungen stattfinden müssen und so weiter. Das sind Dinge, das muss die Feuerwehr klären. Und dann versuchen wir natürlich auch, also man hat auch sofort gearbeitet mit Entrauchungsmöglichkeiten, mit Lüftern. Und insofern hat man das Menschenmögliche getan, um zunächst die Menschen in Sicherheit zu bringen und dann jetzt auch, um die Räume wieder in einen Zustand zu bringen, dass sie alsbald dann auch wieder belegbar sind. Aber das ist am heutigen Abend, das muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht absehbar und auch noch nicht meine erste Sorge, sondern meine erste Sorge gilt den Patienten, die das überlebt haben und die jetzt ohne schwerere Verletzungen versorgt werden mussten. Was denkt man da? Da reagiert man und da versucht man, sich ein Bild vor Ort zu machen. Das habe ich getan.